Hey, Schusch, Leute, ich wollte nur kurz mitteilen, dass wir die Datenschutzrichtlinien überprüft und verändert haben. Das war's doch schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Hey, Schusch, Leute, und willkommen zum Schusch zum Sonntag. Jetzt tatsächlich richtig, ne? Und ja, das ist jetzt mal so eben kurz mal die Nachricht gewesen, die ich, glaube ich, diese Woche so an die 90 bis 80 Mal in meiner E-Mail-Adresse vorfinden durfte, dass irgendwelche Seiten, irgendwelche Datenschutz. Ich weiß, I don't fucking care. Von dem, was ich da gehört habe, klingt nach Bullshit, klingt nach Blödsinn, klingt nach nicht umsetzbar. Aber meine Güte, wir sind in Deutschland, ne? Für Deutschland ist das Internet sowieso immer noch wie in 1990. Ist sehr bad. Auf jeden Fall, was ist jetzt diese Woche los? Wieso, weshalb, wieso und warum? Ja, Fakt ist auf jeden Fall, es war jetzt diese Woche wieder nicht so viel. Wobei eigentlich, doch, es ging eigentlich so ein bisschen. Es ging. Ich werde aber jetzt versuchen, zur nächsten Woche wieder regelmäßiger Content rauszuhauen. Weil, also ich werde wieder versuchen, wieder was aufzunehmen dafür. Heute komme ich jedoch nicht zum Stream, weil ich bin jetzt gleich weg. Deswegen ist das Ganze hier auch schon so, ich sag mal, so relativ früh heute. Weswegen ich da nicht kann, ne? Macht Sinn, nicht? Aber für diejenigen, die noch nicht genug von mir kriegen können und tatsächlich mal woanders von mir Videos sehen wollen. Ich habe jetzt am Donnerstag mit der Aero Shiva mit ihr Stardew Valley gespielt und also gestreamt, um genau zu sein. Und ich sag mal so, ich habe das Spiel irgendwie sehr lieb gewonnen auf einmal. Das Spiel ist plötzlich, ich habe noch nie Harvest Moon gespielt oder so. Aber dann kam das Spiel und ich habe gedacht so, das ist fun. Das ist Arbeit, aber das ist irgendwie fun. Ich weiß auch nicht, wie es das schafft, aber Fakt ist, ich kann da angeln und angeln ist geil. Angeln in Videospielen ist das Beste, was du machen kannst, davon mal abgesehen. So, ja, das findet ihr auf jeden Fall, Link dazu zu ihrem Kanal unten in der Beschreibung, davon mal abgesehen. Denn, ja, ich lade aktuell nur Streams hoch, weil ich habe aktuell nichts anderes. Ich wollte Bomberman Generation wahrscheinlich in Parts hochladen, werde ich wahrscheinlich auch machen. Von daher, das muss ich noch rendern und hochladen und alles. Das dauert also noch ein klein bisschen. Das wären noch etwas, nicht etwas größere Parts. Ich schätze mal so 30, 40 Minuten pro Part. So. Ich weiß auch nicht. Ich habe mir da noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich mache mir aktuell über super wenig Gedanken, wenn to be honest. Weil, ja, das ist. Aktuell ist eigentlich super Wetter. Es ist bewölkt. Das ist bestes Wetter. Wenn die Sonne sich einfach denkt, fuck you. Ich will nicht. Dann denkt sich auch diese Magma-Kammer hier über mir, denn ja, ich glaube, heute ist mal gut. Heute, ne? Soll ja auch noch regnen, dann kühlt das sowieso wieder ab. Dann hörst du wirklich die Dachziegeln wie so eine heiße Herdplatte, wenn du da Wasser drauf kippst. Mal einfach nur. Genau so funktioniert das da oben, Italia. Und ja, ich könnte euch jetzt ein Ohr abkauen über gewisse Dinge. Über Datenschutzrichtlinien und hast du nicht gesehen. Aber das interessiert euch, glaube ich, gar nicht, weil gestern war Japan-Tag und das war das erste Mal seit fünf Jahre bestimmt, dass wir nicht da waren. Sowohl Keso nicht, sowohl ich nicht, Keks war nicht da, Michi war nicht da, Alex war nicht da, Vivi war nicht da, wir waren alle nicht da. Und warum? Weil es fucking voll ist. Weil ich habe das ja jetzt. Ich habe es jetzt nur über Twitter mitbekommen, was da los war. Aber an sich hat sich nichts geändert. Es ist immer noch so übertriebenst voll wie jedes Jahr. Und ich bereue es nicht, dass ich da nicht hingegangen bin. Da will ich lieber mal irgendwie ein Konfi-Treffen irgendwie oder was weiß ich, ein Community-Treffen mal woanders machen, wo es tatsächlich Sinn machen würde. Wo man tatsächlich was voneinander hat, wo man nicht sich durch Menschenmengen prügeln muss, um jemanden zu finden. Ihr versteht, was ich meine. Deswegen, ja, das war, glaube ich, das erste Mal, dass wir nicht auf dem Japan-Tag waren und dass ich dann hier war und gestreamt habe wie so ein Blöden. In knapp 30 Grad und also Sommer könnte laut meiner Ansicht schon wieder vorbei sein, to be honest. Da habe ich jetzt schon keinen Nerv mehr drauf. Gut, aber das war's denn sogar schon für heute, weil ich muss mich jetzt hier langsam, ich muss das ja hier noch fertig machen und hochladen, ne? Ich habe nicht so viel Zeit. Und von daher, euch noch eine schöne Woche. Wir sehen uns dann morgen im Stream wieder und bis dahin, stand proud und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.